Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fahrradsimulator. Ihr wisst es, der Frontflip und natürlich als Zugabe. Ja, Leute, heute gibt's eine geile Minecraft-Map. Die Map ist, glaube ich, relativ kurz, aber ich find's einfach geil, wenn da jemand so eine richtige Minecraft-Map nachbaut. Yo, let's go. Ey, guckt euch das mal an. Das sieht aus wie Minecraft. Bloß, dass das der Typ aus dem Fahrradsimulator am Start ist. So, ganz vorsichtig. Guck mal, das ist ein Kürbis. So, warte mal. Okay, ich muss mit ein bisschen mehr Schwung hier drauf. Zack. Und hopp. Oh, Junge. Ey, warte mal. Kann ich... Nein! Ich will da runter. Junge, ich will die Map, die Minecraft-Map erkunden. Da hinten ist auch Wasser. Aber ich habe halt die Probleme. Ja, wie komme ich hier runter? Ohne, dass ich... Oh! Ja, warte. Da könnte ich runterkommen. Wartet nur ab. Ich schaff das. Hier... Ja, ja. Oh ja, let's go. Glaubt ihr, dass das Wasser echt ist? Ich setze mir hier mal einen Speicherpunkt hin. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, let's go. Ist das eine Textur? Nee. Wie geil, sondern das ist richtiges... Oh, nö. Also, wir hatten in der Vergangenheit schon mal eine Minecraft-Map. Hier ein kurzer Clip. Guck mal, das kriege ich mittlerweile schon ganz gut hin. Ich kann mich noch an Aufnahmen erinnern. Da haben wir das richtig verkackt mit den Jumps und so weiter. Oh. Aber die hier ist komplett anders. Also klar, es ist Minecraft, ihr wisst, was ich meine. Aber ich glaube, das andere war so eine Schneemap. Hier einmal hoch. Hier ist die Glocke, hier ist so ein richtiges Haus. Aber da rein kommen wir nicht. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt, aber ich finde, das sieht geil aus. Weil es halt wirklich aussieht wie freaking Minecraft. Da vorne ist ein bisschen Eisen. Oh, geht's hier auch wieder in eine Höhle? Hä, guck mal, hier kommt man so richtig rein. Ich finde es schade... Weil wenn mich nicht alles täuscht, ist die Map hier jetzt auch wieder relativ kurz. Aber da kann man doch so eine geile Map draus bauen. Klar, okay, ich weiß nicht, wie viel Arbeit das natürlich ist, das alles so perfekt nachzubauen. Also, weil das sieht schon einfach nice aus. So, komm, wir gehen jetzt aber mal hier Strecke beenden. Keine Sorge, ich mache nämlich wiederholen. Weil ich will die Map jetzt schon einmal gerne abschließen. Hopp. Ja, sehr gut. Hopp. Ah, guck, oh. Wie nice, dann hier auf diesem Goldblock einfach ein Speicherpunkt. Hopp. Aua. Okay, warte, hier runter. Okay, warum springe ich da immer ins Gap rein? Oh ja. Au. Okay, Paletto. Jetzt mach. Sag mal. Ja, ja, ja. So, genau. Jetzt da hoch. Ist nicht so einfach, weil ich muss hier einmal erstmal, genau, ich muss immer den Sprung. Oh ja. Jetzt habe ich ein gutes. Oh ja. Oh ja. Hopp. Und let's go. Ja, ich würde sagen, das war eine geile Map. Kurz, aber ganz nice. So, Leute. Jetzt bin ich sehr gespannt. Es ist eine Little Flow Map. Seht ihr das da unten? Das ist einfach so ein freaking... Yo, alles klar. Das ist einfach... Oh, yo, alles klar. Nein. Alter, was ist das denn? Das ist ja mega geil. Oh, solche Maps sollte es viel öfter geben mit solchen verrückten Sachen. Jetzt muss ich aber den Punkt gleich treffen. Boah, das ist nicht so einfach. Okay, warte mal, vielleicht gehe ich ein bisschen... Ich glaube, Ego-Perspektive könnte ein bisschen helfen, um diesen Punkt... Na, obwohl, Ego ist nicht so... Doch. Oh, ja. Mann, ich muss doch nur den Punkt einmal treffen. Okay, Paletto. Drauf jetzt. Drauf, 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 drauf. Fahr, 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 fahr. Ja, ja. Dann hier. Und dann... Jawohl. Okay, den Looping lasse ich aus. Yay! Let's go! Hä, warum bin ich nicht ins Ziel gekommen? Wird das dann nicht getriggert? Aber Junge, wie schnell soll ich denn sein, dass ich dann noch den Looping erwische? Okay, ich gebe jetzt mal wirklich nur Gas. So. Und... Ja, ich schaff's! Jetzt bin ich ein bisschen angefuchst. Wisst ihr, was ich meine? Weil ich war nah dran. Ich will diesen Flow. Yo, jetzt. Und treffen. Und treffen. Let's go und rein. Ich hab's doch geschafft. Ja, ich bin hier drin.
Ja, es gibt ja keinen Finish. Weil es auf dieser Map keinen Boden gibt. Aber das war geil. Oh, das können wir uns ja auch mal angucken. Es gab ein dickes, fettes Update. The Grand Tour. Und zwar, warte mal, es gibt 3 neue Bikeparks, die offiziell rausgekommen sind. Warte mal, Bikeparks? Okay, die kennen wir hier alle schon. Dann sind das wahrscheinlich die hier. Hier, dann nehmen wir mal Cakewalk, kenne ich schon. Aber hier den Free... Oh, ja. Oh, das sieht geil aus. Oh. Das Erste, was passiert, wenn wir da reingehen, man hört direkt jemanden schreien. Oh, ja. Finde ich... Oh, lecker Schmecker. Lecker Schmecker. Das float auf jeden Fall. Man kann hier sehr, sehr gut fahren. Ja, nice one. So, au. Okay, wir werden auf jeden Fall zwischendurch jetzt mal Speicherpunkte setzen. Hier mache ich trotzdem einen kleinen Frontflipper. Noch einen. Hört man das wieder im Hintergrund? Wieder ein bisschen Polizei. Alright, Menschen, alle so kriminell sind. So, warte mal. Ich speichere jetzt mal hier. Sobald den Sprung hier... Ja, hopp. Oh, sehr gut gesprungen. Jetzt hier den Turn around. Ja, da, hier nehmen wir lieber den seichteren. Hopp. Genau, weil wir brauchen echt wesentlich, wesentlich mehr Schwung. Um hier... Jawohl, nice one. Direkt weiterzukommen. Wo will ich hier? Nee, ich mach trotzdem. Oh! Ah, ja, das ist, glaube ich, nicht ganz so gut. Ich muss jetzt hier, glaube ich... Komm schon, da brennt der Oberschenkel. Ich muss hier unbedingt mal wieder meinen Flow finden, sodass wir... Oh ja, das war gut. So, nein! Au. Der Jump kommt mir ein bisschen bekannt vor. Vielleicht bilde ich mir das aber auch nur ein. Weil ich bin mittlerweile so viele Tracks gefahren, dass man schon manchmal... Ein bisschen, oh, nice one. Bisschen durcheinander kommt. Aber weil das ist ein offizieller Park. Nein. Au. Aber die haben ja geschrieben, dass 3 neue Maps am Start sind. Oh nein. Schaffe ich das? Schaffe ich das nicht? Hopp. Oh. Au. Oh ja. Zack, einmal hier drauf. Ah, den Schwung konnten wir auch hier wieder nicht richtig mit. Oh. Da ist das Ziel. Easy. Jawohl. Oh, das sieht geil aus. Die haben diesen Island Cakewalk nochmal so richtig überarbeitet. Alter, diese... Aua. Neon-Effekte sehen ja geil aus. Alter, das gefällt mir richtig gut. Ey, so, warum falle ich da immer auf die Schnauze? Guck mal hier. Weil so sehen ja auch diese einen Neon-Bikes aus. Da hat das Spiel geile Effekte. Müsste es eigentlich viel mehr und viel öfter auch einsetzen. Sieht hier gerade alles so mit dem Mond so stimmig aus. Auch mit diesen Leuchteffekten. Also ich muss ja sagen, Riders Republic ist auch ein nettes Spiel. Aber der Fahrradsimulator, weiß nicht. Ich finde den irgendwie immer geiler. Auch mit den ganzen Maps, die am Start sind. Oh! Oh, ein Let's Go. Und was ich an dem Spiel auch mag, dass es halt so ein kleines Indie-Game ist. Was ich aber geil finde an Riders Republic ist, dass Ubisoft öfter mal so ein Risiko eingeht, wenn sie neue Games rausballern. Geiles Ding. Schöne Map. Also ganz ehrlich, richtig, richtig geil. Was sind das eigentlich hier alles für Maps? Allo the Lakes Bike Resort. Kennen wir das hier? Zack. Boah, das sieht geil aus. Nee, das kennen wir never ever. Ich würde mich doch dran erinnern, wenn ich hier diese blauen Absprünge und so weiter... Hier jumpt man schon übers Wasser? Alter, geiles Ding. Nee, weil hier, wir sind auch wirklich immer die Dinger schön angezeigt. Blau ist, glaube ich. Nein, blau ist. Ich dachte, blau ist einfach. Hilfe, ich will wieder nach Hause. Komm nach oben. Au. Wie einfach sein Kopf in die Wand reingedrückt wurde. So, ist rot dann doch einfacher? Oh, aber hier. Oh, okay. Geschafft. Geschafft ist geschafft. Schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir. Let's go. Oh, nice, Junge. Der Trick war ganz lecker. Warum? Achso, da können wir einfach durchfahren. Yo. Moin, Trester. Mach das so wegkommen, Alter. Paletto kommt hier. Au. Okay, fahren wir links, oder? Links ist gut. Ah, ich muss hier halt besser abspringen. Ich muss das perfekt timen. Ich bin ja auch nicht der Einzige. Oh, warte mal, der fährt jetzt hier längs. What? Warum ist der so mega weit gesprungen? Oh ja. Ah, nice one.
Okay, jetzt weiß ich, warum er so weit gejumpt ist. Oh, jo. Geil. Junge, einfach drüber. Oh, jetzt werden wir hier aber richtig zuckerli schnell. Hopp. Oh, Alter, bitte, bitte nicht stürzen. Zack. Alter, jetzt wird die Map ja übertriebenst geil. Der Anfang war ja wirklich nur Geplänkel. Nein! Junge, was da noch alles abgeht. Kann ich hier nicht links abkürzen? Junge, easy. Alle, hopp. So, jetzt wird es hier wieder spannend. Ich nehme jetzt mal den Weg. Au. Kann ich denn noch hier? Oh ja, oh nee, das ist vielleicht... Oh, scheiße. Warum mache ich das? Warum mache ich das? Aua, 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 aua. Aua, aua. Ja, ich bin wieder da. Let's go. Hoppa. Ja, das war ein bisschen... Das hätte man sich schon denken können. Genau, wir müssen nämlich hier längs. So, rumschlängeln. Oh Gott. Hopp. Oh, bitte, 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 bitte. Oh, Junge, wie weit dann auch das Fahrrad einfach weggeschleudert wird. Der Boy tut mir einfach leid. Ja, 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 ja. Sehr gut, ausgezeichnet. Und jetzt? Oh, sehr, sehr geil. Nochmal. Nein, falsch. Doch, doch, geht, 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 geht. Aua. Mist, wo ging's da längs? Ich habe das null gecheckt. Okay, jetzt, das ist einfach ein Sprung. Und hopp. Ja, 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 ja. Als ob. Wir haben es geschafft. Und finish. Jawoll. Absolut geile Map, Junge. Also heute war lecker Schmecker. Wenn ihr der gleichen Meinung seid, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Wenn ihr Lust habt auf mehr ebenfalls, schaut gerne auf www.paluten.shop vorbei für Mini-Paluten und vieles mehr. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Hier ist jetzt noch der Team-Paluten-Kanal. Weitere Videos. Danke, Leute, fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao, ciao.